So, hi. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Wie ich schon bereits gemeint habe, ich habe ein bisschen Off-Cam was gemacht, weil manchmal, wenn ich ein bisschen rumirre und weiß nicht, wo ich hin soll, das ist vielleicht für euch ein bisschen langweilig. Wir haben uns ja zuletzt wir haben ja Godric getötet, genau. Und dann haben wir ein bisschen hier aufgewaschen noch, was hier noch übrig war, das war ja hier. Und ich bin mal hier nach oben und habe hier die Map aufgedeckt. Hab nur ein bisschen hier schon mal umgeschaut. Und, wenn man Godric gekillt hat, wisst ihr noch, wir waren doch hier bei dem Turm, da ging das Tor nicht auf. Das ging jetzt auf, wenn du Godric gekillt hast. Da ist auch dann ich nenne es Leuchtfeuer, ich habe den Namen gerade vergessen. Genau, das machen wir dann. Jetzt schauen wir uns aber erstmal hier um, weil ich habe da was vor. Und wir sind jetzt hier auch gerade in... Es wäre schön, wenn Namen eingeblendet werden würden. Das würde es mir stellenweise wirklich einfach machen. Rhea Lucaria, das Gebiet müsste das sein, genau. Im Tempelviertel. Und wir müssen hier hin. Und ich habe jetzt schon zweimal bis früh morgens gepennt und es ist immer noch Scheißwetter. Pferd. Es ist hier nicht immer Scheißwetter. Hier kann es echt schön sein, aber... Ja. Sonst habt ihr jetzt nicht wirklich viel verpasst. Hab ein bisschen geschmiedet. Ein bisschen gelevelt. Ja. Das war's im Großen und Ganzen. Hier habe ich den immer noch nicht gefunden. Den, ihr wisst schon. Naja. Was ist der Plan? Wir wollen nach Rhea Lucaria wollen wir rein. Wie kommt man da hin? Also die Brücke ist mal wieder S. Das funktioniert nicht. Also, ich hatte irgendwo in den Ruinen hier so einen Teleporter gefunden und haben wir ihn direkt hierher gebracht. Ja. Das ist das Schöne. Ich kann sagen, hier, ja, das war so und so. Da könnt ihr mir das glauben oder auch nicht. Es ist kein 100% Walkthrough. Jo, das ist das Schöne dran. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, da ist er schon. Wir steigen mal ab. Ah ja, und ich hatte jetzt noch einen Magieslot, genau. Und ich habe mal Giftnebel mitgenommen, weil kann ich casten und vielleicht ist er ganz brauchbar. Da ist er. Scheiß fucking Drache. Und fett. Tu mir nicht weh. Schimmersteindrache Smarag. Wollen wir uns den mal anschauen? Er kann blaues Feuer kotzen. Hängt er jetzt irgendwie fest? Würde ich mich nicht beschweren, ganz ehrlich. Ich möchte nur mal einen Hieb austeilen, um zu sagen, ja, wäre machbar oder nö. Schläft er wieder? Nee. Er hängt halt echt fest.
Jetzt nicht mehr. Ich meine, es sieht, ist, das versteht mich nicht falsch, es sieht geil aus, aber ich will nicht der sein, der gegen ihn kämpfen muss. Und es läuft darauf hinaus, dass ich der sein werde, der gegen ihn kämpfen muss. Okay, wir werden das wohl lieber sein lassen. Weil ich habe keine Lust, gegen was zu kämpfen, was mich one-shottet. Das sind mir meine Nerven zu schade dafür, das mache ich nicht. Ich habe, was ich wollte. Er hat nämlich einen Schlüssel bewacht. Nämlich den hier. Schimmersteinschlüssel der Akademie. Wo sind meine Runen? Och. Ihr dürftet mir auch ruhig was droppen, wäre ich nicht böse. Wollen sie aber nicht. Bin ich denn... Ah ja, hier. Ist auf der Insel hier irgendwas? Nee. Also vom Damage her wäre... Ah. Na! Fuck! Er muss doch hier irgendwo sein. Diese Weißen können sich nämlich teleportieren. Die sind meistens noch ganz in der Nähe. Hasse es. Wer wird hier oben? Da hat er sich jetzt auch ganz weg teleportiert. Meistens hat man hier nicht so viele Chancen bei denen. Naja. Wo geht's denn da hin? Ach, guck mal. Oh je. Siegelgefängnis des Kuckucks. What the fuck? Ich meine, mich würd's ja schon reizen, aber... Naja, man kann ja mal schauen, ne? Es wird eh was sein, was mich zu Tode fickt, aber... Scheiß drauf. Und dann gehen wir hier mit unserer Mission weiter. Dann wollen wir hier nach Dingens. Oh, das ist ein großer Spalt. That's what he said. Oh! Ich meine, wenn ich mich nicht... Oh, da hat ein Helm auf. Was? Okay, da muss ich aufpassen. Was hast du für ein interessantes Schwert? Sehe ich da gerade richtig? Nein, oder? Den versuchen wir mal noch zwei, dreimal. Das könnte theoretisch machbar sein. Entschuldigung für den Rumbler gerade. Ich habe mich nur gedreht, weil ich was trinken wollte.
und bin mit dem Knie an das Mikrofon gekommen. Ja, weil ich sitze im Drehstuhl, das ist besser fürs Kreuz, wisst ihr, wenn man da eine ganze Zeit lang aufnimmt. Boah. Also der ist theoretisch machbar, muss nur ein vernünftiges Moveset erwischen. Was habe ich eigentlich für... Ich habe das hier wieder. Habe ich denn nichts? Machen wir mal das hier. Vielleicht hilft's was. Au, fuck! Das Spiel. Ja, hat er also gebufft. Es bestraft halt. Interessanter Helm. Es bestraft halt wirklich extrem. Ja, mein Gott. Immer diese Frage, wie sich hier immer die spawnen oder irgendwo anders. Das macht doch gar keinen Unterschied. Natürlich hier. Ich kann mich ja ewig teleportieren. Da bin ich ein bisschen langsam mit der Waffe. Eigentlich müsste der ein bisschen doller wanken, weil... Naja, mein Schwert ist jetzt nicht so schwach. Ah, fuck, ey. Du kannst einfach nichts tun, weil du so gut wie keine Iframes hast. Aua! Tu mir es nicht an! Es sah so gut aus! Ich, wenn es wüsste, dass ich ihm Crit verpassen kann, wenn er auf dem Boden liegt. Und wenn das nicht irgendwie Mondlicht groß wird oder was ist, dann weiß ich auch nicht. Ich würde ihn gerne killen und hätte gerne das Schwert, aber ich bezweifle, dass wir es bekommen. Und sind wir realistisch? Selbst wenn, dann ist es doch eh wieder irgendeine Int-Waffe oder irgendein Scheiß. Aber es geht jetzt ums Prinzip. Sah nämlich ganz gut aus. Man muss bloß drei, vier vernünftige Treffer landen. Das sollte nicht zwingend passieren. Und One-Shot. Wann ist es bei den Spielen eigentlich eine Sache geworden, dass man immer gegen One-Shots kämpfen muss? Und ich bin ehrlich, ich würde ja auch gerne eine andere Rüstung anziehen, aber man findet halt nichts. Und wenn, dann ist es gleich so schwer, dass du Fatroll bist. Und auf so einen Dreck kann ich auch verzichten. Öpp, öpp. Mit Fatroll brauchst du hier gar nicht erst anfangen. Das ist einfach so. Finde ich auch lächerlich. Ich habe beide Beine erwischt. Und tot. Oh nein, ich habe es überlebt. Sehr schlecht. Ganz schlecht.
Oh ja. Oh ja. Und dann bist du wieder gnadenlos One-Shot, weil es einfach nichts gegen diesen Drecksangriff tun kannst. Immerhin chillen die Würmer. Die finde ich immer irgendwie witzig. Die wollen keinem was Böses. Die sind halt einfach hier. Tja. Die Taktik gegen den Boss. Möglichst nicht treffen lassen. Möglichst nicht vom Schwert treffen lassen. Ja. Oh, oh, Bewegung. Bewegung. Nein. Aua. Fuck. Ja, viel zu lang. Dreiviertel Jahrhundert aufladen. Er hat... Jetzt muss ich aufpassen. Stamm wie Sau. Jetzt wird's ganz kriminell. Stirb! Stirb! Großschwertphalanx. Ja, mir geht gerade was die Pumpe. Für einen Scheißzauber, aber das war sowas von wert. Zeig mal her. Weisheit 29. Okay. Gut, wir wollten ja hierhin. Ljurnia, das Seeland. Ist echt schön. Da gehen wir jetzt mal rein. Oh, Moment, wir leveln erst. Ich wäre wahnsinnig. Noch ein Level und wir können den Flegel endlich benutzen. Zeit wird's. Tja. Oh, was liegt denn hier? Karte des Treffpunkts. Oh.
Und der Inventar, Maps und eines Treffpunkts muss doch mit Viereck. Karte, weil eine Leiche gefunden scheint, zu einem Treffpunkt zu führen. Da man dem die Karte gehörte, könnte auch auf der Suche nach einem einzigen Mittel zum Betreten der Akademie gewesen sein. Ja, ach so, das sagt ja, hier beim Drachen liegt's, ne? Ah ja. Haha. Das haben wir nicht nötig, wir haben das schon. Und wir haben den Riesen mit Cape gekillt. Warum ich unbedingt hierher will, seht ihr dann schon. Ich muss mir wieder irgendwas holen, was ich sowieso nicht nutzen kann, aber ich will es zumindest schon mal haben. Das ist ja schön. Und wir sind jetzt da drin. Ui. Aber wir sind hier rein und kommen. Ah ja, das muss ich nicht verstehen. Wo komme ich dann hier raus? Hochstraße von Bellum. Aha. Ist schon geil gemacht, ne? Wenn wir schon mal hier sind, ich meine, warum denn nicht? Praktisch. Oh, hey, so eine alte. Ja, komm. Nach Verheilung sehen von beweglichen Gefäßen oder auch so. Ah ja, da habe ich von gehört. Ich höre die Tage viel. Ich bin ziemlich informiert, wisst ihr. Es gibt der wieder an. Naja, eigentlich nicht so, sondern ja, man muss ja schauen, ne? Ich hoffe, ich finde jetzt. Warum ist bei mir immer Scheißwetter? Voll cool, unter einem Berg gebaut. So. Aufzug. Geht er hoch? Stell dir mal vor, sowas wird es in echt geben. Ist eigentlich echt schade. Weißt du, wie lange sowas gedauert hat zu bauen? Interessiert mich doch nicht. Oh, hey, es ist Arno Londo. Akademie von Raya Lucaria. Ich hätte es schöner gefunden, wenn hier oben so ein Grace-Dingens gewesen wäre. Also so ein Rastplatz, weil jetzt muss ich immer Aufzug fahren. Oh. Trinas Lilie. Das sind Gegner. Und da kann man irgendwas mitnehmen. Natürlich Magiefett. Aha. Halt mal. Nope. Haben wir drüben auch sowas? Nee, oder? Nein. Es sind natürlich zwei. Ah, es sind Magier. Nee.
Au! Au! Au, 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 au! Finde ich gar nicht cool. Dürfte meinetwegen auch gern ein bisschen näher kommen. Strange. Haben die überhaupt Hosen an? Eigentlich nicht, ne? Hä? Geh auf. Endlich mal keine Scheißhaustür, die von dieser Seite aufgeht. Cool. Oh wow, warmer Empfang. Lehne ich erstmal lieber gerne den Magier weg. Der Schaden! Herr Schaden, Spiel, hör halt auf! Hat er denn jetzt? Ja, cool, ich bleib an der Brunstbank hängen. Piss dich bloß. Eh alle Hände voll mit zu tun. Mit den Spangenheimers hier. Noch einer. Oh, fick doch mein Leben. Sind übrigens Standardgegner. Empfinde ich irgendwie nicht so. Ja, dreiviertel Jahrhundert wieder Angriff aufladen. Mein Gott. 2 Sekunden hier und schon wieder nervig so am Ende. Wieso bin ich hier bloß hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Oh. Was ist das? Hm. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Runen, aber das ist eine Stufe 2 Rune. Und... Lass stecken. Wir sind drin. Das reicht erstmal. Wir schleichen, weil der ist bestimmt wieder da. Noch freilich ist er wieder da. Und natürlich ist immer noch Scheißwetter. Oh, das ist doch richtig cool. Alter! Alter! Wie groß ist denn der Turm, bitte? Ist da oben Schnee? What the fuck? Das habe ich gar nicht... Boah, das ist ein mega Wasserrad. Lol. Wenn es hier nicht so scheiße schwer wäre, ne, wäre es richtig schön. Ich bin hier, weil... Naja, vielleicht... Oh, hey. Ja, dann... Ah, ja. Bist du tot? Ja. Oh nein. Oh nein. Er beißt mir die Milz aus. Oh nein. Noch nicht meine wertvolle Milz. Ich hab doch nur eine. Oder? Hat man davon 2? Weiß nicht. Nein, man hat normalerweise eine Milz. Mal, ist irgendwie für blöd,
Und das sind eigentlich die Scheißgegner. Die geben mir auch nur 97 Runen. Das ist eine dieser angenehmen Leichen. Den finde ich gut. Gnadenimitator. Whatever. Ja, wird schon passen. Wo geht's jetzt weiter? Ich muss da runter. Da haben wir einen Gegner. Und wenn wir nichts hier irgendwie zu platzieren haben, dann pflanzen wir mal ein paar Grabsteine hin. Die gehen eh immer. Dann müsste ich von der Seite backstabben können. Oder? Yes. Hat er mich gesehen? Da ist auch noch einer. Sind zwei. Hammer! Scheißen die Leute ins Hirn oder was falsch mit dir? Geh weg! Die einzige, die mich hier umarmen darf, ist die komische Frau da in Tafelrundenhausen. Oh, meine Mills. Oh nein, ich brauch die doch noch. Wie viele gibt's von euch? Wieso sind es so viele? Zaubersichere Trockenlebe. Ah, fuck. What the fuck? Was? Ach, ja, kannst drücken, was du willst. Wenn sie nicht anvisieren will, will sie nicht anvisieren. Die saugen mir mein Mana aus. Oh, wow. Ah, ja. Weißt du was? Ich habe gleich keinen Bock mehr auf den ganzen Dreck. Lebt immer noch. Ja, natürlich zählt mein Angriff wieder nicht. Und Hauptsache, er darf mich wieder anfressen. Und Scheiße. Nimm das Ding zweihändig. Fuck. Zwei Heilflaschen kommst hier nicht weit. Das kann ich mir jetzt schon denken. Oh, hey. Hängebrücke. Nice. Was? Ey, ich. Also cool. Blocken bringt auch nichts. Ich bin tot. Geil. Also wir rennen durch. Fick die Bastarde, das hat eh keinen Sinn. Das ist einfach nur eine tödliche Zeitverschwendung. Wow. Du denkst, ja, das sind so schwache Gegner, die kannst du vielleicht mitnehmen. Ah, ah. Es sind 10 Trilliarden schwache Gegner. Hau ab. Will meinen Scheiß wieder. Wenn ich gerade richtig gesehen habe, kann ich doch hier runter, ne? Weiß nicht wieso, weiß nicht warum. Es ist noch scheiß dunkel. Ah ja. Ja, Entschuldigung, Dreiviertelstunde iFrames, mein Fehler, hab's vergessen.
Haben wir mal so. Besser als nix. Aber ich soll es doch besser wissen. Ja, ich sollte es doch besser wissen. Und natürlich haben die Brunslaterne noch ausgerüstet. Bin ich hier überhaupt? Ich bin jetzt so gelaufen. Ja, fantastisch. Ja, absolut fantastisch. Aber da ist noch ein Gegenstand. Führt das hier vielleicht noch hoch? Es führt nach oben. Oh. Hört ihr damit auch noch mal auf? Alter, das ist irgendwie cool. Hau ihn zu Klump. Bitte. Kurzbogen. Nice. Wie cool, endlich ein Bogen. Oh, geht bloß weg. Geht bloß weg. Kann ich da? Nein, kann ich nicht. Oh, hi. Schneller. Der sieht. Ja, will ich das? Aber was will ich groß machen, ne? Tschüss! Spektrallanze. Hund. Was ist das da? Pilz. Wenn das Gebiet jetzt so schwer ist, ich wüsste noch, wo wir noch woanders hingehen könnten. Uiuiui. Jetzt. Da! Ah, nee, geh weg, ey. Ja, einfach mal gar kein Interesse. Kann ich da raus? Nein. Ah, wir sind beim Wasser dort. Und das ist natürlich ein Lift. Ja, cool. Was ist das da vorne? Mach's Licht aus. Ist der böse Blitzmann. Ja, und ich bleibe natürlich wieder irgendwo hängen, weil ich muss immer irgendwo hängen bleiben. Ja, natürlich.
Nee. Ja, ach, für was mache ich überhaupt noch einen Angriff? Für was lade ich überhaupt auf? Für was haben sie das überhaupt implementiert, wenn du sowieso das nie ausführen darfst? Ja. Und tot. Los. Oh nein, ich lebe noch. Wow. Oh, die Statue hat mich gerettet. Stirb, böser Blitzmann. Nutzlos für mich, aber hey, ich hab's jetzt. Dürfte ich irgendwo so ein Grace-Dingens bekommen? Bitte. Ich habe nur noch eine Heilung. Bin nicht mehr so fit. Mir tut mein Rücken ein bisschen weh, ja. Blute ein bisschen. Nicht doll, aber schon. Oh wow, jetzt kommt Präzision wieder. Funktioniert. Jetzt darf ich bloß meinen Ausstieg nicht verpassen. Oh, liegt ein Gegenstand. Schätze, das ist mein Ausstieg. Oh. Hi. Oh wow, es ist mal was auf Anhieb gestorben. Na, sammel's. Tschüss. Ja, hier so einer. Steine sortiert. Muss schon sagen, sein Tee getrunken, aber nein, da hat einer Steine sortiert. Da kommt was runtergelaufen. Und ich bräuchte ganz dringend. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wahnsinn. Ah, fast. Ich gehe mal hier nach oben. Ich erwische ihn halt nicht. Was? Ah, oder doch? Nee, wollte ich sagen, hat er was zwischen den Beinen gehabt? Der hat schon lange nichts mehr zwischen den Beinen. Schau ihn dir doch an. Kann man da. Ich trau mich. Oh, wobei, man kann. Alles cool. Nur ein bisschen verbrannt. Alles cool. Tut nicht sonderlich weh. Quasi sofort wieder verschlossen die Wunde. Wir sind ja immer noch hier. Kann ich da irgendwas machen, wenn ich da runterfahre? Ich glaube nicht, nur. Na dann. Ich kann es ja verraten, weshalb ich unbedingt hierher wollte. Hier gibt es eine ziemlich feine Rüstung. Aristokratenstiefel, das wollte ich ja. Und hey, da ist eine Korbstatue. Darf ich den? Ich darf den. Überlebt. Wieso überlebst du? Lazuli-Robe? Nein. Geh mal weg, bitte.
Uff. Ich weiß, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, aber ich möchte noch ein bisschen erkunden, wenn wir schon mal dabei sind. Das sieht aus wie eine Falle. Das ist doch eine Falle hier. Es ist keine Falle. Hausschriftrolle. So. Und ja, hier kann es auch geheime Wände geben. Seht ihr? Wusso. Schimmersteinmetzes. Aha. Und was haben wir hier? Schmiedestein plus 4, also nicht ein Vierer. Cool. Und ich könnte theoretisch. Es war knapp, aber mal schauen. Ups. Ah. Also man soll hier hinkommen können. Ah. Kann ich da. Ja. Ah, dann kommt man hier oben raus. Schau mal einer an. Schimmersteinkrone vom Haus Olivinus. Allein schon, weil wir es einfach tragen können. Es steht uns halt einfach. Aber gut, dann würde ich mal hier schwer behaupten. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, okay? Also, tschüss und so. Moment. Ich hab schon keine Lust mehr. Okay, also bis dann.